Guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, fange ich wieder an zu schrauben. Und zwar geht es heute darum, das Klavierband für den Unterschrank von dem Küchenblock, nenne ich es mal, zu befestigen. Diese Tür ist damit gemeint, die davor soll. Soll hier mit dem Klavierband angebracht werden, dass die nach außen hin öffnen kann. Dafür gehe ich jetzt mal raus. Es scheint nämlich die Sonne gerade. Wir haben Regen angesagt, deswegen habe ich im Wagen noch gar nicht rausgefahren. Ich habe jetzt hier meine Platte. Das Klavierband liegt drauf. Hier meine Spatzschrauben in 3,5 x 16. Und die schraube ich da jetzt mal eben rein. Ich werde jetzt erst eine vorne und oder oben und unten befestigen und dann den Rest. Und alles weitere gleich. Ja, das Brett steht jetzt hier vor dem Schränkchen. Ich habe unten drunter zwei Winkel gemacht als Abstandshalter. Da auch nochmal schön zu sehen. Werde das jetzt hier auf dieser Seite fixieren und dann sollte das mit der Schwingtür bzw. mit dem Klavierband gut passen. Aber da brauche ich jetzt wieder beide Hände für. Ja, 10 Sekunden später, die ersten zwei Schrauben sind drin. Wenn ich die Tür loslasse, hält sie schon. Und wenn ich ihr ein bisschen Schwung gebe, geht sie vernünftig zu. Da kommt ja auch noch gleich ein Magnet von innen an die Tür, damit das Ganze hält. Und dann sieht das ganz gut aus. Was man vielleicht hätte machen können, ich habe jetzt hier oben eine Kante, dass ich die Platte hätte ein Stück länger gelassen. Wäre ich mir aber dann wahrscheinlich selber in den Weg gekommen, was hier meine Konstruktion nachher angeht mit Kühlschrank bzw. Kühlbox und Trafo. Deswegen ist vielleicht eine Kleinigkeit, wo man drüber hinwegsehen kann. Ja, kann ich. Ich hoffe, man kann jetzt gut sehen. Das Klavierband ist dran. Die Tür schließt sehr gut sogar, lässt sich komplett öffnen, dass man auch rein und rausgehen kann, wenn die mal offen ist. Ich habe jetzt hier noch diese Magnetschnapper dran gemacht und zwar hier diese. Da geht es mir nicht darum, dass ihr die Firma seht, sondern die halten 3 bis 4 Kilo. Ich finde, das hört sich nach viel an. Bin aber jetzt durch die Haftung an sich doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt einen oben, einen unten gemacht. Ich gehe davon aus, dass 3-4 Kilo übertrieben ist. Also lieber die größeren nehmen mit 10 Kilo, werde ich jetzt nächste Mal auch machen. Dann ist man auf der sicheren Seite, weil, wenn man den jetzt dran drückt, ich gehe mal nah dran, dass man es hört, das ist okay, aber ich mache auch nur so ganz leicht mit dem Finger und schon ist offen. Also ist nicht so der 100%ige Halt. Mal schauen, wie es sich in der Praxis bewährt. Wenn nicht, mache ich für 5 Euro nochmal einen großen Magneten dran. Ist auch nicht die Welt. So. Was hatten wir noch? Ach ja, das Klavierband. Bei den großen Klavierbändern an den Sitzflächen schien das egal zu sein.
Aber wie ihr hier vielleicht an den Löchern sehen könnt, musste ich das Ganze nochmal deinstallieren, weil ich alle Löcher verschraubt hatte. Also alle Möglichkeiten an diesem Klavierband. Und das ist definitiv falsch. Also man muss immer versetzt einen freilassen oder versetzt schrauben, damit es auch noch schließt. Ansonsten verbiegt es sich und das hat gar keinen Wert. War mir so nicht bekannt, aber ist das erste Problem oder Problemchen, was jetzt aufgetreten ist bei dem ganzen Ausbau. Und ich glaube, da kann man mit leben. Ja, soweit so gut. Jetzt gucke ich mal, was ich als nächstes mache. Das Gescheiteste ist nach der Tür, dass ich jetzt mit den Verkleidungen der unteren Staufächer hier weitermache, dass ich da das Ganze dann auch zu habe. Das sind jeweils hier hinten eins, zwei und einer von vorne. Auf der linken Seite bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den vorne zumache oder nicht. Ergibt sich gleich. Mit diesen ganzen Seitenverkleidungen und so mache ich jetzt natürlich weiter. Die Fronten müssen beide noch dran. Aber hier zum Beispiel ist so eine Feinheit. Das ist einfach nur ein Rutschschutz für die Sachen, die da in dem unteren Stauraum nachher gelagert sind. Damit ich noch weiter an das Rücklicht komme, was ja von innen nur, ja, wo man nur von innen dran kann. Weil die von außen ja komplett dicht sind. Da ist ja nichts geschraubt. Auf der Seite ging das ein bisschen besser. Da konnte ich das aussparen. Aber das war auf der anderen Seite nicht ganz so gut möglich bei der Konstruktion, die ich da gebaut hatte. Hier bei dem linken kann ich halt von innen ganz normal dran und das habe ich bei dem anderen versäumt und möchte das jetzt aber auch nicht deswegen wieder komplett umbauen, weil der ganze Rest eigentlich super passt. Daher gibt es da nur dieses Haltebrett. Da ist es komplett zu. Diese Öffnungen, wird der ein oder andere sich wundern, habe ich ganz bewusst gelassen, damit auch ein bisschen Luft zirkulieren kann. Ja, weiter geht's mit den Blenden, die vorne vorkommen oder Verkleidungen. Ach so, was auch noch zu sagen ist, ich habe ja alles mit Winkeln gemacht, weil ich es persönlich einfach besser finde und stabiler. Aber jetzt bei den Verkleidungsbrettern, die davor sind, diese 18 mm starken Kiefernbretter, habe ich geschraubt. Jetzt bei den Fronten werde ich wieder Winkel nehmen, aber bei diesen kleinen ging das mit den Schrauben besser, weil ich von innen auch schon jede Menge Winkel habe und daher irgendwann das Ganze auch zu voll wird. Ja, wie ihr sehen könnt, der erste Blick rein sieht doch schon recht fertig aus. Jetzt bin ich gerade hier zugange für den Kocher, hier drunter so ein Ablagefach zu machen. Das ist so das nächste. Das sind jetzt alles so Sachen, die sich so nach und nach ergeben mit den Maßen, je nachdem wie die Teile sind. Hier hinten, das habe ich glaube ich vorhin schon gezeigt, das ist jetzt verkleidet. Die Seite ist verkleidet. Hier ist noch offen. Muss ich ja gestehen, habe ich mich vermessen, um 2 cm. Jetzt habe ich schon die Platte geschnitten. Wie hier schön zu sehen ist, die rechte ist die Tischplatte, die auch zwischen den Sitzen dann eingefasst werden kann, damit man schlafen kann auf der gesamten Fläche. Und die linke sollte eigentlich die Verkleidung sein. Ist aber nichts geworden. Ich gucke mal, ob ich das jetzt so mit euch eben hier hinkriege. Ich stelle mal die Kamera kurz ab. Ich hoffe, das geht. So, nehme hier die Platte. Die hat auf der einen Seite dort so eine kleinen Bogen. Das ist gewollt, damit ich weiß, was vorne ist, was hinten ist. Jetzt muss ich hier gerade mal kurz ein bisschen anheben. Ich hoffe, das geht. So. Dann kann ich die Platte so dazwischen legen, ziehe die Matratze rüber. Da kommt das Seitenteil nachher rein und dann hat man eine Gesamtliegefläche von 2 Meter mal 1,60. Das ist schon ganz anständig, wenn man mal ein großes Bett möchte. Ansonsten bevorzuge ich eher das kleine, so wie es jetzt gleich ist. Moment. Dann würde es so aussehen, wenn man jetzt die Tischplatte wieder rausnimmt. Für die Tischplatte habe ich noch keinen Fuß, deswegen ist sie noch nicht drin. Aber ihr habt jetzt gesehen, wenn ich dann die Tischplatte im Grunde runternehme, auf die Kanten lege,
habe ich halt die Möglichkeit, hier ein großes Bett zu haben. Jo, soweit so gut. Jetzt geht es weiter da vorne mit dem Halter für den Kocher. Oder Ablagefach für den Kocher. Ja, hier ist jetzt schön zu sehen, die Ecke, wo die Kühltruhe drin steht, die ist auch richtig fest. Da habe ich eine Begrenzung gemacht. Einmal auf der Seite, da wird es jetzt wahrscheinlich zu dunkel sein. Ja, egal. Hier eine Seitenwand, ein Boden, da ist der Kocher drin. Dann mache ich hier vorne noch irgendwie ein Band oder... Aber ich weiß nicht, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Mal gucken. Und jetzt schaue ich mal eben wegen den Bezügen für die Matratzen. Oder ich fahre noch mal los und besorge das Brett, was ich hier für die Verkleidung noch mal extra brauche. Ihr werdet sehen. Ja Leute, wie ihr seht, so kann es aussehen. Und das nach ungefähr, ich weiß es nicht, 50 Stunden würde ich sagen. Gar nicht schlecht. Die Bezüge sind jetzt erstmal nur provisorisch, die müssen noch vernäht werden, aber es ging erstmal darum, irgendwie diese Schaumstoffmatten abzudecken, damit dieser Staub da nicht so dran geht, weil sich das ja alles festsetzt. Ich finde es schon ganz gut mittlerweile. Hier die Tür kann man öffnen, wie ihr seht. Da kommt ja noch Wasser rein, also die Kanister. Und oben drüber kommt dann auch so eine Ablage, ähnlich wie hier, habe ich mir überlegt gehabt, mit einer Kunststoffwanne, die ich einfach hier oben drauf stelle zum Spülen. Ich werde kein Spülbecken einlassen, habe ich mir überlegt. Und ich werde auch keinen Strom legen fürs Spülbecken. Also vorerst zumindest nicht. Was vielleicht irgendwann mal kommt, weiß ich noch nicht, aber ich habe es jetzt erstmal nicht vor. Sondern werde einfach da unten mit einem Kanister arbeiten, wo ich mir ein bisschen Wasser dann in die Schüssel kippe und Thema ist durch. Ich will ja nicht drinnen leben, sondern das Leben soll draußen stattfinden und hier drinnen einfach nur bei schlechtem Wetter oder sonstiges. Dann hier mit meiner ausklappbaren Theke, finde ich auch super zum Kochen. Schön draußen dann. Ja, Kühltruhe ist fest, Toilette steht erstmal lose, da kommt auch noch was hin. Bei dem Kocher habe ich schon gesagt, glaube ich, da muss noch was vor. Ansonsten sieht es erstmal so aus, wie es aussieht. Das war's wieder für heute. Macht's gut, euer Markus.